Hier möchte ich zwei Beispiele zeigen von Trainingspferden, die beide arthrotische Befunde in der Halswirbelsäule haben. Einer ist PSSM2, also MIM-Träger, und der andere nicht getestet. Das Interessante ist, dass immer wieder Erstbefunde da sind in Vorderbeinen, also oft Kapalgelenk, ein Problem Kapalgelenk, in den Hufgelenken. Dann Kissing Spine vermutet, teilweise sogar nachgewiesen, ja, und dann natürlich auch in den Sehnen. Die Pferde verdrehen ganz gerne die Beine vorne und das kriegt man auch nicht so richtig weg, ja, auch nicht mit Hufbearbeitung, aber man muss ganz einfach dran sein, sind nach der Hufbearbeitung oft ein bisschen fühliger, genau wenn man da die Statik verändert. Die haben dann oftmalig ein deutliches Kopf- oder Halsverdrehen und verbiegen sich, haben fast immer schleppende Hinterhand bis zur Bewegungsverweigerung, dadurch ein klemmiges Gangbild, tiefe Kopfhaltung bis zum Boden teilweise, teilweise aber das Gegenteil, ja, rollen sich oft ein, haben oft ein abruptes Stehenbleiben und mit Krupp rein und raus in der Reaktion. Manche haben Baucheinziehen mit Magen-Darm-Problemen und immer wieder Probleme mit der Hankenbeugung, mit der Lastaufnahme hinten sowieso, weil der Rücken fest ist, haben aber auch ein häufiges Stolpern, hat man auch zu sehen, und generell Instabilität bzw. Unsicherheit bei Bodenverhältnissen. Das zeigen die leider Gottes auch recht häufig. Und da muss man sich halt dann schauen, welcher Boden für das Pferd halt geeignet ist. Dieses Pferd hat mehrere Befunde, unter anderem aber wie gesagt auch arthrotische Veränderungen, sogar von C3 bis C7, sowie Zungenbeinarthrosen. Und zeigt diese Bewegung ganz, ganz deutlich. Immer wieder beim Training oder wenn man sie ganz einfach an der links halten möchte, dann verbiegt sie total den Hals nach rechts, verschiebt die Halsbasis nach links und das sieht man dann auch in weiterer Folge dann auch in den Bewegungen. Weiters sieht man hier, dass sie gelongiert wird und sie macht das sogar beim Longieren selbst, also ohne dass da eine Anlehnung da ist, sieht man, dass sie den Hals ganz einfach nach rechts verdreht. Ja, hier am letzten Bild hier rechts sieht man, dass sie den Hals auch ganz, ganz leicht immer nach außen nimmt, was nicht unbedingt problematisch ist. Wir haben da mit diesem Pferd oder wir arbeiten mit diesem Pferd bereits sehr, sehr gut und sehr erfolgreich und versuchen das Pferd ganz einfach zu stützen mit der Hand. Insgesamt sollte der Hals eher tiefer eingestellt sein, also das ist jetzt sozusagen fast die Grenze, der Körper sogar ein bisschen tiefer noch, aber gut, da muss erst hinkommen, aber wir sind auf einem guten Weg. Bei diesem kurzen Video zeige ich, wie wir trainieren, das heißt Pferd seitlich einhängen am Halfter und gute Stütze geben. Ja, das heißt, dass das, was wir eigentlich in der Handarbeit machen, versuchen weiterzugehen, hier in der Longe und wirklich gute Stütze geben. Also sie hat da einiges in der Hand. In dieser Doppellonge, also außen über den Ring, zum Halfter geführt und innen direkt vom Halfter zur Longierenden. Man sieht auch da, dass sie sich immer wieder aufrollt, ja, und versucht, sich selbst zu entspannen. Und das gelingt der Stute mittlerweile schon sehr, sehr gut. Wir holen uns immer wieder mit kleineren Kreisen, also in dem Fall Volte, das Pferd mit ein bisschen mehr mit dem linken Hinterbein unter den Schwerpunkt, um mehr zu tragen. Und so versuchen wir mehr die Hinterhand einzusetzen, damit sie sich vorne besser in Schulterbalance bringen kann und sukzessive sich dann auch ein bisschen besser stabilisieren kann in den Rumpfträgern. Bei diesem Wallach sind ebenso HWS arthrotische Veränderungen in den Facettengelenken befundet worden. ECVM, da waren die Röntgenbilder nicht aussagekräftig genug, konnte nicht nachgewiesen werden. In diesem Video, man sieht, er will sich einfach nicht bewegen. Wir haben dann Kräubungen mit ihm gemacht, haben Zügel eingehängt, rechts und links ans Halfter, während er langsamer sich bewegen sollte, weil er läuft da hinten ganz einfach viel, viel zu aktiv. Das kann die Halswirbelsäule bzw. die Vorderbeine können das gar nicht schlucken, weswegen wir eben hier besser mit den Zügeln arbeiten, statt mit der Longe. Das ist nur für die als Demo für mich gedacht gewesen. Wichtig ist auch, dass das Pferd über die Kauübungen den Hals ein bisschen länger bekommt.
den Hals dadurch gängig bekommt, dadurch einsetzen kann, wie es das braucht, die Halsbiegung machen kann, wie es das braucht. Das ist eben wichtig, dass man dem Pferd im Trainings, in der Trainingseinheit zeigt, wie es sich helfen kann. Hier haben wir eine sehr verspannte Hinterhand natürlich, ganz klar. Er möchte hinten laufen, versteht natürlich nicht, dass es vorn nicht so weitergeht. Das heißt, therapeutisch würde ich dieses Pferd überhaupt nicht behandeln lassen im Moment. Fasziale Verbindungen auf keinen Fall lösen, sondern zuerst trainingstechnisch mit ihm ein Bewegungsmuster einmal einleiten, das er dann ganz gut selber halten kann, wenn die Therapie, also Therapeutin gekommen ist oder Therapeut gekommen ist. Das möchte ich auch mitgeben. Fasziell dieses Pferd zu lösen, ist keine gute Idee. Das ist ein Schuss, der nach hinten losgeht. Also das heißt, die Halswirbelsäule oder die Faszien um die Halswirbelsäule lasse ich völlig in Ruhe, versucht immer ein neues Bewegungsmuster zu erlernen und dann lasse ich ihm zum Beispiel auch die Verspannungen im Becken, denn der braucht momentan die Verspannungen als Krücke, um überhaupt laufen zu können. Alles Weitere ergibt sich dann im Zuge des Trainings, was das Pferd sich selbst lösen kann, sich selbst lockern kann und halten kann. Das löst es dann selbst. Also diese Blockierungen werden dann vom Pferd im Prinzip selbst gelöst. Und das ist das Ziel des Trainings, einerseits Bewegungsmuster zu korrigieren und andererseits sukzessive die Kompensationen dann selbst zu lösen.